Vereinigten Staaten. Ich bin wütend, dass die Erlebnisse meiner schwarzen Geschwister in Deutschland ihnen von weißen Spitzenpolitikern abgesprochen werden. Ich bin wütend, dass man immer noch behauptet, es gebe keinen latenten Rassismus in der Polizei. Dass man sich traut zu sagen, es gebe keinen strukturellen, institutionalisierten Rassismus. Wie können Sie es wagen? Uri Jalo, Yahya Jabi, John Amadi, Laia Conte, Christi Schwundeck sind nur einige Opfer der angeblich nicht rassistisch motivierten Polizeigewalt. Ihr Leben wurde durch den deutschen Staatsapparat beendet und nun müssen wir ihre Geschichten erzählen. Ist das dieser deutsche Rechtsstaat? Sind das diese Werte, auf die wir so stolz sind? Ich bin wütend, dass wir in Deutschland immer noch als Fremde gesehen werden. Wie viele von uns müssen noch sterben? Wie viele Einzelne mehr können wir ertragen? Wie viele noch? Wer behauptet, er sehe den Rassismus nicht? Wer behauptet, das System wäre nicht verrottet? Der will es nicht sehen. Da ich hier vor allem für meine Partei, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei spreche, will ich es noch einmal mit Megalos Worten auf den Punkt bringen. Zu viel ungereimte Scheiße, nicht genug Protest. Rechter Terror wird verharmlost, so wie Schulhofstress. Trotz Beweisen, Wahrheitsfindung bleibt ein Suchprozess. Keine Gerechtigkeit beim NSU-Prozess. Zu viele, die immer wieder weggesehen haben. Keiner redet hier gern von echten Fehlern. Rechte Politik gefällt den rechten Wählern. Rechte Polizisten helfen rechten Tätern. Rechte Zellen in unserem Heer kommen nicht von ungefähr. Wehrmachtsveteranen starten die Bundeswehr. Für viele ist das nur Geschichte und nicht mehr. Die alten Geschichten interessieren die Jungen nicht mehr. Sie sagen, reg dich ab, lass es hinter dir. Aber wenn der Fremdenhass nicht endet, was beginnt dann hier? Und wie erziehe ich mein Kind dann hier? Asylantenheime brennen noch immer hier. An alle weißen Menschen, die heute hier sind. Das reicht nicht. Antirassismus ist kein Trend. Ihr seid keine guten Menschen, nur wer auch so links und Antifa seid und auf Demos rumgrillt. Das Leid der BIPOC denn nicht zu eurer Profilierung und ganz sicher sind die Black Lives Matter Demos nicht eure Partys. Ihr seid nichts Besonderes, nur weil ihr nicht rassistisch handelt. Das ist das Mindeste. Und hört auf, euren Freunden auf Collar von cringe-worthy Stories aus euren Familien zu erzählen. Nach dem Motto, wie rassistisch eure Tante, Opa, Bruder wären und wie aufgeklärt ihr im Gegensatz dazu seid. Informiert euch, klärt und diskutiert mit euren Familien, nutzt euren Einfluss. Bei euren Arbeitgebern, Vereinen, Bündnissen sind kaum oder keine BIPOCs. Hinterfragt warum, redet mit den Leiterinnen, nutzt eure Privilegien und euer Kapital, um Platz für uns zu schaffen. Stickern und die Polizei mit Flaschen bewerfen, reicht bei langem nicht. Ich sehne mich nach Veränderung. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit. Ich sehne mich nach Akzeptanz. Ich sehne mich nach Toleranz. Ich sehne mich nach Liebe. Ich sehne mich nach Revolution.